Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Güler, ich finde es unerträglich, wie Sie hier die Schulministerin und die Landesregierung zu Tätern machen wollen. Und ich sage Ihnen auch ganz deutlich, Sie verhöhnen, glaube ich, diejenigen, die davon betroffen sind. Ich sage Ihnen ganz deutlich, und ich weiß, glaube ich, auch aus meiner Geschichte heraus, worüber wir da sprechen. Bespitzelung von Menschen in Deutschland oder das Nachfassen und Ausspionieren werden wir nicht nur nicht dulden, sondern mit aller Konsequenz dem auch nachgehen. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es in Deutschland Spielregeln. Und zwar die Spielregel heißt, dass der Generalbundesanwalt diesen Verdächtigungen nachgeht. Und wir begrüßen ausdrücklich, dass es heute Hausdurchsuchungen gegeben hat. Allerdings, das muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, warum er die gemacht hat und warum er die konkret dort gemacht hat. Und das ist auch gut so. Ein Parlament hat nicht darüber zu entscheiden, wie die Justiz handelt, wie die Staatsanwaltschaft ihre Maßnahmen trifft. Das ist hat unabhängig zu geschehen. Und ich sage Ihnen auch sehr klar, mir macht das schon Angst und Bange, wenn wir wahrnehmen müssen, dass eine Behörde wie die DIANET offensichtlich den Auftrag gibt, hier Bespitzelungen vorzunehmen. Und ich finde es auch nicht, dass der Vorgang wie die DTIP es am 13. Februar in ihrer Pressemitteilung damit abgeschlossen ist, dass jetzt ein Vertreter im Moment sein Mandat innerhalb des Beirates ruhen lässt. Nein, viele Fragen stellen sich ganz konkret an die DTIP, wie die Struktur ist, wie die Einsetzung ist und wie die Religionsbehörde auch Einfluss einnimmt. Das ist völlig klar. Und dann will ich Ihnen mal spiegeln, wie hier die Situation in Nordrhein-Westfalen aussieht. Die Schulministerin hat sehr klar diese Anforderung an die DTIP gestellt. Die DTIP ist dieser Anforderung nachgekommen. Und mir ist auch Folgendes wichtig. Die Arbeit des Beirates hat bisher gut funktioniert. Es wurde konstruktiv zusammengearbeitet. Und als es Probleme gegeben hat mit Mitgliedern dieses Beirates, hat auch die Schulministerin reagiert und ein Beiratsmitglied abberufen. Die Schutzmechanismen funktionieren. Und ich weise auch darauf hin, dass die Mitglieder des Beirates vom Verfassungsschutz vor Eintritt in den Beirat überprüft werden. Also die Landesregierung hat sehr viel Sorgfalt walten lassen bei der Besetzung des Beirates und auch bei der Konstruktion des Beirates, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, ja, es ist ein unerträglicher Vorwurf, der hier im Raum steht. Und trotzdem, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es keine Vorverurteilung. Es müssen Urteile her, und auf Basis dieser Urteile werden Konsequenzen gezogen und nicht vorher, weil es Zurufe aus dem Parlament gibt. Das gibt hier in Nordrhein-Westfalen nicht. Das gibt es auch nicht in einem Rechtsstaat in der Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es klare Spielregeln. Und worüber reden wir heute in dieser Diskussion? Wir reden über den Anspruch von 350.000 jungen Menschen, die dem muslimischen Glauben den Zuspruch geben. Diese 350.000 jungen Menschen haben einen Anspruch auf einen qualifizierten Religionsunterricht. Und im Übrigen ist ein Religionsunterricht auch keine Predigt, keine Glaubenspredigt, sondern eine offensive Auseinandersetzung mit einer der führenden Weltreligionen, mit einem kritischen Dialog. Und dazu brauchen wir gut ausgebildete, in Deutschland an deutschen Hochschulen ausgebildeten Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Und genau das wird in Nordrhein-Westfalen vollzogen. Und wir wollen nicht, dass in unseren Schulen ein innertürkischer Konflikt hereingetragen wird. Und wir wollen auch nicht, dass ein anderer Staat und schon gar nicht ein autokratisch geführter Staat in unsere Klassenzimmer hinein regiert. Diese Ansage ist sehr klar und sehr eindeutig. Und deswegen gibt es dieses Modell, wie es in Nordrhein-Westfalen gefahren wird. Aber eins will ich Ihnen auch sagen. Die Verfassung von Nordrhein-Westfalen achten und einhalten und auch ein Verfassungspatriot sein, das können Christen, das können aber auch Muslime, das können auch Freidenker. Und unsere Verfassung in Deutschland ermöglicht das nämlich, was kluge Denker und Philosophen einen überlappenden Konsens nennen, nämlich die Anerkennung gemeinsamer Grundregeln bei aller Verschiedenheit der Akteure. Das ist die Basis, auf der wir hier in Nordrhein-Westfalen den Religionsunterricht ausgestaltet haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen, Herr Kollege Stamm, der Islam gehört zu Deutschland. Und wichtiger noch,
Die Muslime gehören zu Nordrhein-Westfalen. Und deswegen brauchen wir einen guten und qualifizierten Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen. Und dafür müssen wir die Basis in diesem Land auch legen. Das ist unsere Aufgabe. Sehen wir uns den Beirat an. Der Beirat ist konstruiert worden mit 4 Vertretern der Verbände. Einer kommt von DITIB. Die 4 werden vom Schulministerium benannt und 3 von anderen Verbänden. Wir sind umsichtig vorgegangen und haben auch Schutzmechanismen eingebaut. Ich habe es eben darauf hingewiesen, als ein Beiratsmitglied auffällig geworden ist, in verfassungsrechtlicher Sicht hat die Schulministerin gehandelt und dieses Beiratsmitglied abgezogen. Und dieses Konstrukt unterscheidet sich im Übrigen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ganz fundamental von dem, was Sie und der Jörg-Uwe Hahn in Hessen konstruiert haben. Sie haben die DITIB als Religionsgemeinschaft anerkannt. Sie haben einen Exklusivvertrag mit der DITIB abgeschlossen, um sein Baby, wie Herr Hahn es gesagt hat, wie er den islamischen Religionsunterricht in Hessen nennt, umzusetzen. Ein solches Vorgehen, Herr Kollege Stamm, war nicht sehr besonnen. Und wenn Sie jetzt einen Antrag einbringen, wie heute mit dieser Aktuellen Stunde in Nordrhein-Westfalen, um das Thema scharf zu stellen, dann möchte ich doch Sie daran erinnern, wie viel Porzellan Sie mit dieser Debatte zerschlagen können. Wenn Sie unsere Gesellschaft weiter spalten wollen und die Schwellen für einen qualifizierten Religionsunterricht weiter nach oben ziehen. Sie schaden nicht uns, sondern Sie schaden im Dialog mit den islamischen Religionen. Und im Übrigen machen Sie letztlich Ihren Parteikollegen in Hessen, Herrn Hahn, lächerlich. Wir stehen für einen qualifizierten Religionsunterricht. Wir wollen die Brücke bauen. Und wir werden sehr konsequent den Bespitzelungsvorwürfen nachgehen und aber auf der einen Seite rechtsstaatlich handeln und auf der anderen Seite dafür sorgen, dass der Dialog der Kulturen in Deutschland weitergehen kann. Wir brauchen die Menschen, die hier leben. Und wir werden ihnen auch ein Zuhause geben in jeder Hinsicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus